Hallo zusammen, hier ist wieder Lajos Wenzel und ich melde mich von der Landesbühne Rheinland-Pfalz, beziehungsweise ich bin wieder zu Hause. Jetzt werden manche denken, ich wohne im Wald, das stimmt nur fast, aber ich wohne hier direkt ganz in der Nähe und hier ist einfach das schönere Bild im Hintergrund. Ich wollte euch erzählen, dass wir heute wieder Kindertheater sehen und zwar hat das Ensemble 8-Ohren-Trio mitbekommen, dass wir über unsere Seite Kindertheater anbieten und das wollen wir heute dann auch machen. Und zwar spielen das Ensemble 8-Ohren-Trio Oi, oi, Jemini, ein Huhn, eine Reise, ein Regenschirm. Und da sind wir sehr gespannt, weil wir, beziehungsweise ich habe es auch noch selber nicht gesehen. Und wir gucken uns das jetzt zusammen an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Viel Vergnügen. Eine Menge Gelärsch. Oh, sag nicht Zeugs. Das ist Krusch. Krempelkram. Oh, Musikgedöns. Instrumente. Was reimt sich auf Instrumente? Momente. Oh, Momente. Schöne Momente. Naja. Jedenfalls eine Menge Zeugs für so eine lange Reise. Wie? Reisen wir? Ja klar, das Musikgedöns. Das will es so. Ja. Aber was reimt sich auf Gedöns? Bestenfalls was Schönes. Na gut, dann geht's jetzt endlich los, Leute. Was denn? Na, was Schönes. Was ist denn schön? Na, frag doch das Gedöns. Eine Reise. Wohin denn? Und überhaupt, warum sagt mir hier nie jemand etwas? Oh, wir reden doch seit... Etwas. Jetzt, also, genau, wir reden doch seit Tagen von nichts anderem. Aber nicht mit mir. Doch. Aber in Geheimsprache. Verstehe ich nicht. Stellt euch vor, wir wären Nymphen, schwebten barfuß über Sümpfen in rosafarbenen Strümpfen. Ach, Quatsch. Wärst du lieber eine Tomate? Nö, was anderes. Was denn? Rate. Eine rote Dattelpalme. Eine Wiese ohne Halme. Wüstenfuchs im Nebelqualm. Ach, Quatsch. Also, jetzt endlich mal los. Ja, los. Also, ich komm nicht mit. Oh, warum denn nicht? Ich weiß ja noch nicht mal wohin und überhaupt mit mir redet hier sowieso nie jemand. Oh, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja. Los, komm, jetzt lass uns jetzt losgehen. Los. Ja, wenn du erstmal losgegangen bist, dann kommt die Reiselust ganz von selbst. Oh, und du triffst unterwegs jede Menge Wüstenfüchse. Ohne Halme. Von denen du sonst nur träumen kannst. Und jede Menge Gedöns! Also los jetzt! Thank you.
als du denkst. Stellt euch vor, hier wäre ein Platz, wo ein Kerl mit seinem Schatz Handel treibt im Gegensatz. Der treibt Handel mit seinem Schatz? Oh, mit seinem grünen Schatz. Grün und sauer. Noch genauer. Grün, gelb und sauer und fast rund. Innen saftig und sehr gesund. So eine Zitrone, Limette, Zitrone, Limone, Limette, Zitrone, Limone. Ja, genau, ja. So ist es. Und die verkauft hier auf diesem Platz ein Herr namens Mustafa! Mustafa! Los geht's! Jalla, Mustafa! Gehört ihm noch ein Huhn, ein Glückshuhn namens Emine. Oh, Jemine, die Emine. Verschwunden, gestohlen, geraubt. Aber warum denn überhaupt? Wer klaut denn schon ein Huhn? Ein Hungriger, um's in den Topf zu tun? Ein eitler Hahn, um seinen Harem zu erweitern? Der hat doch schon 44 Gacker auf den Leitern. Thank you.
denn das Besondere an ihr? Warum beweint sie der Herr Mustafa? Ein Huhn, das Glück und Sonne bringt. Ein Huhn, das auf dem Marktplatz singt. Und dazu noch abtanzen kann. Macht alle fröhlich, Frau und Mann. Ein Huhn, das Glück und Sonne bringt. Ein Huhn, das Glück und Sonne singt. Und ein Huhn, das Glück und Sonne singt. Nicht nur deshalb liebte er sie, sie brachte ihm Glück in jeder Beziehung. Ein Huhn, das goldene Limonen legt, sozusagen. Ja, das war's, womit er manchmal prahlte. Und bitterlich dafür bezahlte. Tja, überall gibt's Neider. Leider. Aber wollen wir sie suchen, die Emine? Ja, suchen wir sie, helfen wir Mustafa. Wie traurig der schaut. Ja, aber wer hat sie geklaut und wo ist sie hin? Tja, wo ist sie hin? Was weiß ich? Fragen wir doch die Instrumente. Die wissen doch immer besser als wir, wo es lang geht. Ach, nee. Ah, doch, super Idee. Na gut. Fliegen Sie mit uns mit!
her. Da. Was? Der Herr Mustafa. Wo? Da. Der landete weich. Nur etwas feucht. Vielleicht. Besser als eine Bruchlandung. Vielleicht. Ach, Mann. Oh. Wo sind wir hier? Wo sind wir? Wo? Guck mal, gucken. Da. Nee. Am Teich. Welche Stadt? Die Stadt! In die Stadt! Nicht so laut, nicht so laut! Da, ich sehe sie! Jedikule, die Stadt der sieben Türme. Wo der böse Dando haust. Dando Furzando! Der alte böse Magier. Der hat die Emine geklaut. Oh, genau. Wie mich das kraust! Finster, schwer reinzukommen. Jedenfalls nicht bei Tage. Da, der Herr Mustafa. Er hat schon die Mauer erklommen. Im Schatten der Nacht singt er seine Klage. All mein Glück, das ist vergangen. Mein Herz tut mir so weh, denn mein Huhn, das sitzt gefangen in der Burg Jedikule. Und im Traum hör ich sie schreien, weil sie nicht mehr fliegen kann. Doch ich werde sie befreien aus dem bösen Zauberwahn. Thank you.
seiner Sehnsuchtskraft. Quatsch, da ist ein Trick dabei. Du sagst dir Dikele nicht zwei, du sagst das Ganze siebenmal. Dann öffnet sich das Hauptportal. Dikele. Dikele. Mit dem Magier ist nicht zu spaßen. Der ist fies und grausam über alle Maßen. Nennt sich Ritter Dando. Ha! Ein Ritter ohne Ehre. Wenn's das allein nur wäre. Er neidet alles, was sich nicht nach seinem Willen biegt. Oh, hier hat er die Emine vielleicht schon rumgekriegt. Ah! Niemals! Was war das? Na ich! Zauberklang! Noch nie gehört!
dich mit dem Musikgedöns fertig. Du alter Affe! Oh, pitti pitti, dumma dumma pitti. Oh, pitti pitti, dumma dumma pitti. Oi, oi, Emine, ja, la, ja, la, muss gefahren. Nun eine Reise, ein Regenschirm. Chick, 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 chick. Opa, opa, schinanai, schinanai, nai. Chick, 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 chick. Ein Hut, eine Reise, ein Regenschirm. Opa, opa, Julia, chick, Anka, chick, Sanka, chick. Oi, oi, Emine. Gelandet! Hallo! Mittendrin auf dem Marktplatz! Hallo! Hey! Aber was ist denn das für eine trübe Stimmung hier? Hey! Leute! Kommt mal her zu mir! Ich hab euch etwas mitgebracht! Was euch bestimmt viel Freude macht! Seht her! Sie ist zurück, die Emine! Oh, yeah. Thank you.
Marktverkäuferinnen, die bleiben nicht in ihren Buden drin. Sie bringen Obst, Gemüse, Fisch im Garten, sie essen, trinken, singen, reden, lachen, tanzen. Wenn wir weiterziehen. Ach schon. Oh, ich denke, wir verlassen ihn, Herrn Mustafa und seine Emine. Denn sie sind befreit. Ja, und heiter. Aber wohin denn? Und wir ziehen einfach weiter. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wohin. Na, das werden uns die Instrumente verraten. Und
Es gibt auf der Welt noch viele andere Hühner, die auf uns warten. Genau. Auf uns, auf Rettung, auf Herrn Mustafa, auf Emine. Ja klar, yalla yalla Mustafa. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir bedanken uns sehr herzlich bei dem Ensemble 8 Ohren Trio, dass sie uns das wunderschöne Stück gezeigt haben. Und ich danke euch allen fürs Zugucken. Und natürlich bleiben wir alle noch ein bisschen zu Hause. Oder wenn wir rausgehen, dann alleine oder zu zweit mit der Familie. Aber bald sehen wir uns dann alle wieder. Hoffentlich ganz, ganz bald. Und dann auch wieder bei den Vorstellungen der Landesbühne Rheinland-Pfalz oder bei uns im Jungen Schlosstheater in Neuwied. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Bleibt alle gesund. Tschüss.